Der Name wird vermutlich den wenigsten etwas sagen, aber er hat eine Entscheidung getroffen im Sinne des Fair Play, die bemerkenswert, die außergewöhnlich ist, die so außergewöhnlich ist, dass wir sie unbedingt zeigen wollen. Und deswegen freuen wir uns, dass er heute hier gekommen ist. Hier ist Stefan Rutenbeck. Bisschen neblig hier, ja. Grüße Sie. Bitte schön. Sie sind nicht böse, wenn ich gesagt habe, der Name wird den meisten ja nicht sagen, aber die Szene, um die es geht, die wir gleich diskutieren wollen, ist passiert in der 5. Liga, also Oberliga Südwest. Sie ist passiert im April dieses Jahres und wir haben leider keine Bilder. Das ist das Kuriose an der Sache, sodass wir das beide nochmal schildern müssen. Sie waren damals Trainer des TuS Main. Richtig. Es war der 30. Spieltag. Und sie standen im Abstiegskampf. Ganz genau. Das heißt, sie brauchten jeden Punkt. Es war die Partie gegen Waldalgsheim. Und es war die 87. Minute. Es steht 2:2. Und dann liegt einer ihrer Spieler auf dem Platz, muss behandelt werden. Der Gegner, das hat man häufiger, schießt den Ball ins Aus. Ihr Mann wirft ein, seine Mitspieler, der Mitspieler schießt den Ball lang aufs Tor der Gegner. In diesem Moment aber spritzt ein Stürmer ihrer Mannschaft rein und macht das 3:2. Großes Entsetzen, Rudelbildung, Streiterei. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Ja, und noch mehr als Streiterei. Also wüste Beschimpfungen und viel Theater und krawallenähnliche Situationen im Stadion vom TuS Main. Und alles an der Linie da unten. Ja, auf jeden Fall. Und ging also wirklich hoch her. Meine erste Amtshandlung war eigentlich gewesen, den Spieler zu schützen. Den Spieler Jan Rieder. Ich habe ihn sofort rausgeholt. Ausgewechselt. Auf jeden Fall. Ja. Und habe mir dann in der nächsten Aktion meinen Kapitän an die Seite geholt, den Herrn Johannes Grober. Und habe dem Johannes halt dann gesagt, so können wir nicht gewinnen. Also wir müssen hier was machen. Und wir werden ein Tor zulassen. Okay. Haben Sie nur Ihrem Kapitän das gesagt oder haben Sie auch den Gegner mit ins Spiel genommen und gesagt, hey Leute, macht halt das Tor? Na klar, also auch die Spieler von der anderen Mannschaft, die kamen dann an die Linie und Trainer, wir müssen hier was machen, so dürft ihr nicht gewinnen und darauf haben wir reagiert und es gab eine klare Ansage und die ist dann von fast jedem befolgt worden. Aber nicht so klar, wie Sie sich das vorgestellt haben, denn es brauchte immerhin, ich glaube, 6 Minuten lang, bis dieses Tor, dieses 3:3 fiel. Und das war schon ein bisschen kurios, denn offensichtlich hatten sich nicht alle Mannschaftsteile oder nicht alle Spieler ihrer Mannschaft dran gehalten oder es war auch nicht durchgedrungen. In der 93. Minute aber schießt der Gegner das 3:3 und der Schiedsrichter pfeift ab. Ja, es war ja eine riesige Hektik im Spiel und wir haben es dann durchgegeben, oder Johannes Grober hat es dann durchgegeben und im Fußball sagt man dann teilaktiv. Also einige haben dann aufgegeben im Fußballspielen und andere haben dann halt teilaktiv auch mitgemacht. Ja. Und das Kuriose ist eigentlich gewesen, dass wir fast noch ein Eigentor gemacht haben. Also der Ball wurde wirklich abgefälscht von uns, ansonsten wäre der Ball auch nicht reingegangen. Also teilaktiv ist ein guter Begriff, auch für die Bundesliga. Ne? Hat man häufiger, an vielen Spieltagen, häufiger als man glaubt. Also kurz und gut. Dieses 3:3 war dann am Ende das Ergebnis. Das heißt, Sie haben diese unfaire Aktion Ihres Spielers im Grunde genommen ausgeglichen. Ja. Da fehlten Ihnen aber 2 Punkte. Und genau diese 2 Punkte fehlten Ihnen am Ende der Saison, am 34. Spieltag, und Sie sind abgestiegen. In dieser Situation, als Sie diese Anweisung gegeben haben, in dem Tumult an Ihren Kapitän und auch an den Gegner, haben Sie da an die Tabellensituation gedacht? War das spontan? War das abgesprochen mit dem Co-Trainer? Es war spontan. Also ich bin ja in der Fußballlehrerausbildung gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da ging es häufig um Trainerverhalten, um Vorbildfunktion. Die hatten Sie gerade abgeschlossen, ne? Ganz genau. Das war der Lehrgang mit Babbel, mit Ziegel. Ganz genau. Ne? Lieberknecht. Ja, genau. Ja. Ganz genau, zum 1.4. halt. Mhm. Und wenn man dann sowas eingeimpft bekommt und der DFB wirbt dafür. Und da kann ich natürlich nicht als frisch gebackener Fußballlehrer dann Entscheidungen treffen, die dann dagegen steuern. Von daher, es war spontan mit Sicherheit, aber mit Sicherheit die Entscheidung, die auch dann so auch gewollt gewesen ist. Das heißt, das wird ganz bewusst auf diesen Trainerlehrgängen angesprochen und auch verinnerlicht und auch vertieft.
Definitiv ja. Also es geht hier um eine Vorbildfunktion, die wir als Trainer haben, Pädagogen irgendwo. Und ich denke mal, es ist wichtig gewesen, dass dann deutsche Entscheidungen gefallen werden. Und dafür sind Sie ausgezeichnet worden in dieser Woche. Wir haben auch die Bilder da. Und dafür einfach nochmal, hier sehen wir das nochmal. Und dafür einfach nochmal Applaus und Respekt. Das ist ja eine Entscheidung, die fällt man in Sekundenschnelle. Haben Sie die nach dem Spiel bereut? Sind da Spieler zu Ihnen gekommen und haben gesagt, Trainer, hatten Sie was getrunken? Glauben Sie, dass das die richtige Entscheidung war in dieser Tabellensituation? Also ich hoffe ja, dass jeder eine gute Erziehung von zu Hause aus mit genossen hat. Also, das hoffen ganz viele Menschen und werden immer wieder enttäuscht. Ja, ich habe so genossen. Also ich habe einen gewissen Gerechtigkeitssinn und natürlich gab es Kritik. Auch aus den Spielerkreisen? Aus dem Spielerkreis nicht, aber aus dem Umfeld natürlich, ne, weil es für den Verein ja dann mit dem Abschied schon schwer gewesen ist. Und aber trotz all dem beim Bier auch anschließend und auch im Nachhinein in Gesprächen war eigentlich jedem klar, es konnte nur diese eine Entscheidung geben. Obwohl es fatal war für den Verein. Wir haben heute den Vorsitzenden von TuS Main noch mal gefragt, der ja abgestiegen ist. Ja, wir sind wegen der fehlenden 2 Punkte abgestiegen. Der Trainer ist aus freien Stücken, wir haben also keinen Trainer weggeschickt, zu dem Verein, der 2 Punkte vor uns lag, mit den 3 Leistungsträgern. Uns haben insgesamt 15 Spieler verlassen, das gesamte Betreuerteam und Trainerteam. Wir spielen heute in der Verbandsliga mit eher wechselndem Erfolg. Und an den Konsequenzen leiden wir sehr. Und deshalb wäre meine Bitte an den DFB, diese Aktion ist ja sehr wichtig, Fair Play, dass man den Vereinen, die doch dann so in Schieflage geraten, schon hilft. Es müsste also eine Möglichkeit geben, anhand einer Fairness-Tabelle, dass man da auch gute Punkte sammeln könnte, um eben vor solchen Konsequenzen geschützt zu sein. Das sage ich auch deshalb, weil bis heute die Meinungen der Stadt Mayen schon sehr geteilt ist. Und hier heißt es eher, Fair Play ist teuer als Fair Play ist mehr. Und wir als Verein haben an diesen Konsequenzen schon arg zu tragen. Soweit also die Situation des Vereins, der also abgestiegen ist in die 6. Liga. Sie sind geblieben, nicht bei dem Verein, sondern in der Oberliga geblieben, weil Sie den Verein gewechselt haben zum TuS Wirges. Mich würde natürlich dennoch interessieren, wie es der Kapitän auch gesehen hat, Johannes Grober, der im Übrigen mitgekommen ist. Und sagen Sie uns doch mal, wie das war. Haben Sie zuerst gedacht, meint er das ernst? Sollen wir das wirklich machen? Und haben Sie es weitergetragen an die Spieler? Und wie haben die Spieler reagiert auf dem Feld? Ja, also wir haben von Anfang an das an die Spieler weitergetragen und das war überhaupt keine Frage. Also wir hatten nach dem Tor sofort Blickkontakt und haben uns dann auch unterhalten und dann gab es eigentlich keine 2 Meinungen. Aber alle haben es ja nicht mitbekommen offensichtlich. Es haben alle mitbekommen, aber es waren nicht alle dafür. Verweigerer. Die mit der schlechten Erziehung, die angesprochen haben. Teilaktiv, genau. Jan Rieder ist da, das ist der Mann, der das Tor geschossen hat. Das hatten Sie es nicht mitbekommen oder haben Sie sich gesagt, nee, Leute, wenn wir eine Torchance haben, machen wir nicht? Nee, ich wurde an der Außenlinie behandelt, habe das sozusagen dann nicht mitbekommen, bin dann vom Schiedsrichter aufgefordert, wieder aufs Spielfeld zu kommen, habe dann nur den Ball fliegen gesehen, bin dem Ball hinterhergelaufen, habe das Tor gemacht und habe dann im Nachhinein mitbekommen, dass wir eigentlich den Ball zurückspielen wollten. Dann hat sich der Trainer rausgenommen und sind Sie da beschimpft worden? Also war das heftig? Es gab schon einige Kommentare von Gegnern, wo dann halt Wörter gefallen sind, die ich jetzt hier nicht nenne, die unter der Gürtellinie waren. Ja. Aber es ist zum Glück alles gut gelaufen. Und im Nachhinein, als Sie dann wirklich abgestiegen sind, also nicht nur nach dem Spiel, sondern nach der Saison, als Sie mit dem Verein abgestiegen sind, was ja bitter ist für eine Mannschaft und wie wir wissen, in diesen Ligen oft dazu führt, dass eine komplette Mannschaft auseinanderfällt, fanden Sie es da auch noch richtig oder haben Sie da gedacht, Mensch, du, für meinen weiteren Berufsweg, du vielleicht überlegst dir sowas zweimal? Also eben in dem Vorbericht hat ja der Arsene Wenger was Gutes gesagt. Und also ich denke mal, entweder geht man diesen Weg, man ist Fair Play oder man ist es halt vielleicht auch nicht. Aber für meine Person, muss ich ganz klar sagen, kann es nur diese Entscheidung geben. Und auch in der näheren Zukunft würde ich immer wieder so entscheiden. Und glauben Sie, dass das Gros Ihrer Trainerkollegen im richtig dick bezahlten Fußball, Sie kriegen ja auch ein bisschen Geld, also 1. Liga, 2. Liga, dass Sie sich auch so entscheiden würden in einer vergleichbaren Situation?
Also ich glaube, dass jeder sich da jetzt irgendwo hinterfragt, der jetzt diesen Bericht hier sieht. Also ich glaube schon, dass jeder sagt, was wäre wenn. Aber wenn man dann in der Situation ist, dann ist man auch in der Verantwortung. Und ich glaube, auch dann, wenn Sie ja versuchen, ja mich in eine andere Richtung zu drängen, sage ich Ihnen aber, es kann nur diese Entscheidung geben. Und glauben Sie als Spieler, dass das auch in einem Bundesliga-Verein so durchschlagen würde? Oder wären da mehr Teil aktiv, sodass praktisch im Grunde genommen die ganze Mannschaft sagen würde, das machen wir einfach nicht? Also ich glaube, ich habe schon in der Vergangenheit ab und zu mal auch so Szenen gesehen. Im Internet kann man sowas auch sehen, wo so etwas passiert. Und da habe ich eigentlich nie was anderes gesehen, wie es bei uns passiert ist. Also normalerweise denke ich auch, dass in den Profiligen da die Fairness vorherrscht. Gehe ich mal von aus. Ja. Als Sie nach Ende der Saison dann im Prinzip vor dem Scherbenhaufen standen, sind Sie freiwillig gegangen oder hat man von Seiten des TuS Mainz gesagt, wissen Sie was, abgestiegen, dann suchen Sie den neuen Verein? Also ich war jetzt 11,5 Jahre in dem Verein, fünfeinhalb Jahre als Spieler, ja. 6 Jahre als Trainer. Also ich glaube, mir tut der Abstieg um einiges mehr weh als den meisten, die jetzt da im Verein aktiv sind. Weil die noch nicht so lange da sind. Ganz genau. Ja. Also man hat ja irgendwo auch Herzblut, ja. Damit ist alles verwachsen und war so viele Jahre da. Und deswegen denke ich mal, kann ich davon auch reden, dass mir das mehr weh tut. Scherbenhaufen. Also ich habe unterschrieben den neuen Vertrag im Juni. Habe abgesagt dem Verein vor der Sache. Also ich glaube, es war Anfang April. Beziehungsweise der Verein hat auch für sich entschieden, auch mal einen neuen Weg zu gehen. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt es ja noch viel, viel mehr Absteig hätte geben müssen. Mhm. Weil wir ja davon nicht ausgehen konnten, dass in der Regionalliga diese Zwangsabstiege kommen, so wie sie dann gekommen sind. Aufgrund von wirtschaftlichen Ganz genau. Situationen, ja. So waren es nachher nur 2 Absteiger. Es hätten aber eigentlich 5 Absteiger sein sollen. Und auch jetzt wir bei meinem neuen Verein haben eigentlich für die Verbandsliga, für die Rheinlandliga geplant. Und von daher, denke ich mal, kann man das nicht ganz so werten. Ja. Also ich finde es jedenfalls sehr bemerkenswert und ich finde, auch in so einer Sendung muss man sich die Zeit mal nehmen für sowas, denn das ist vorbildlich und deswegen Respekt, Anerkennung und Gratulation für eine tolle Geste, die dem Fußball sicherlich sehr gut zu Gesicht steht. Danke, Stefan Rutenbeck.